Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist gerade schon zu Recht angesprochen worden, dass der Minority Safe Pack über 1,2 Millionen Unterschriften zusammenbekommen hat. Und das ist eine wirklich große europäische Bürgerbewegung geworden, die sich dafür einsetzt, dass Minderheitenrechte gewahrt bleiben. Insofern bedanke ich mich bei den Fraktionen von CDU und SPD, dass sie diesen Entschließungsantrag eingebracht hat, deren inhaltliche Ziele ich teile. Ich glaube, es ist ein wichtiges Anliegen, dass diese Aufgaben zum Schutz von Minderheiten bei der EU-Kommission, bei einem Kommissar gebündelt werden. Insofern Zustimmung und im Prinzip könnte ich damit meine Rede beenden. Leider, verehrte Kolleginnen und Kollegen, haben Sie nur diesen einen Einzelaspekt aus dem Minority Safe Pack in Ihren Antrag reingeschrieben. Und die ganzen Fragen, die die Kollegin Schüssler gerade zu Recht angesprochen hat, die haben Sie in Ihrem Entschließungsantrag gar nicht behandelt. Also die Fragen, wie man denn eigentlich regionale Minderheiten stärkt und wie wir gerade auch in Deutschland und in Niedersachsen die kulturellen Angebote und den Spracherwerb, insbesondere für die Minderheit der Saterfriesen, tatsächlich auch umsetzen können, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Dazu könnten wir ja eigentlich auch mal ein bisschen mehr machen, denn die Wahrheit ist halt beispielsweise, Das liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Oetchen, es ist eindeutig zu laut. Ich bitte jetzt, dass es etwas ruhiger wird. Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich könnte einfach sonst auch noch lauter sprechen. Aber verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mal beispielsweise daran, dass wir ein richtig tolles Projekt auf den Weg gebracht haben zum Erwerb von Plattdeutsch in der Grundschule, Spracherwerb von Plattdeutsch in der Grundschule. Da ist es, das geht um das Thema frühe Mehrsprachigkeit. Richtig tolles Projekt, das durch einen einmütigen Beschluss hier im Hohen Hause auf den Weg gebracht wurde. Leider geht es jetzt aber nicht weiter, weil das Kultusministerium die notwendigen Lehrerstellen, damit das Ganze für die Schülerinnen und Schüler im erweiterten Schulbereich fortgesetzt werden kann, werden nicht zur Verfügung gestellt, sodass das also im Prinzip Schwierigkeiten bringt beim weiteren Spracherwerb des Niederdeutschen in den erweiterten, im erweiterten Schulbereich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Worte höre ich gerne, aber bitte sorgen Sie auch dafür, dass das gelebt wird im Lande Niedersachsen, dass Minderheiten und dass die Regionalsprache Plattdeutsch insbesondere auch unterstützt werden. Und abschließend möchte ich noch deutlich machen, dass ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass da auf der europäischen Ebene diese Kompetenzen an einer Stelle gebündelt werden, weil wir ja heute erleben, dass Minderheiten in einzelnen Ländern in Europa auch unter Druck bekommen. Und das ist nicht nur eine Frage von Begleitung der Kopenhagener Kriterien bei Staaten in Mittel- und Osteuropa, die noch nicht so lange dabei sind, sondern in den Staaten, die die Europäische Union auf den Weg gebracht haben, in Italien, werden Sinti und Roma benachteiligt, zum Teil diskriminiert. Und ich möchte an der Stelle deutlich sagen, dass wir Instrumente auf der europäischen Ebene brauchen, wie wir Staaten, die den Minderheitenschutz nicht ernst nehmen, wie wir diese Staaten auch sanktionieren können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lerne bei meiner Tochter, dass Worte gut sind. Aber das, was man monetär dann beim Taschengeld merkt, das ist was anderes. Und ich sage hier sehr, sehr klar, wenn Italien oder Ungarn oder Rumänien sich an diese Grundwerte, wozu der Minderheitenschutz gehört, nicht halten, dann müssen wir auf der europäischen Ebene auch dazu sorgen, dass finanzielle Sanktionsmechanismen möglich werden. Denn nur so können wir die Grundwerte der Europäischen Union tatsächlich in diesen Ländern auch durchsetzen. Vielen Dank.